Die Schneetruppen oder aufgrund ihres Einsatzbereiches auch Kälteangriffstruppen genannt, waren spezialisierte Sturmtruppen des Galaktischen Imperiums, die dafür trainiert und ausgerüstet waren, bei Temperaturen unter dem Wassergefrierpunkt zu operieren. Sie zählen zu den imperialen Elite-Sturmtruppen. Da das Imperium für diese Einheit nur besonders talentierte und spezielle Rekruten als nützlich empfand, wurden bestimmte Soldaten schon am Anfang ihrer Ausbildung psychologisch und militärisch geschult, um die Schneetruppendivisionen zu verstärken. Die Konditionierung der Schneetruppen war meist so stark, dass nur wenige ihre Einheit wechseln wollten. Willkommen und ein erneutes Hallo zum nächsten Review-Video zu einem anderen Lego Star Wars Set. Diesmal wird es auch ein ganz kleines Set sein, weil es die Zeit nicht so viel wirklich dazu da, um was Großes zu präsentieren. Egal, der Republic Fighter Tank kommt auf jeden Fall dann nächste Woche. Der ist heute zum Glück angekommen. Ich hätte gedacht, bei Lego wird es ein bisschen länger dauern, aber haben die rechtzeitig geliefert. Deswegen war es soweit. Aber wir gucken jetzt erstmal dieses kleine Set hier an. Und zwar das 75320er, je nachdem wie man sagt, 75320 geht auch. Snowtrooper Battle Pack mit 105 Teilen. Dieses Snowtrooper Battle Pack gab es allerdings schon mal mit der Set Nummer 8084, wenn ich mich nicht mehr irre. Das hatte ich gehabt und es ist ganz cool, dass man nochmal jetzt hier ein weiteres Battle Pack oder als Snowtrooper Battle Pack nochmal rausgebracht hat. Hier haben wir 4 Minifiguren, 3 Snowtrooper und einen Scout Trooper. Bei der Rückseite, da sehen wir lediglich einmal, wir haben hier einen von uns E-Web, glaube ich, hieß nochmal. E-Web, das ist einfach mal ein kleines Minigun-Geschütz. Turm. Mit einem Stud-Shooter oben drauf. Macht in
der Form hat seine Daseinsberechtigung, sagen wir mal so. Als solche Blaster, zum Glück haben die hier Blaster reingebracht. Solche Blaster werden, sind natürlich die Sackschuhe völliger Mist. Wir schauen uns mal die Figuren an. Sticker gibt es keine. Natürlich nicht bei so einem kleinen Set. Warum auch? Sehen wir uns mal die Figuren an. Wir haben natürlich drei Snowtrooper, einmal einen Scouttrooper. Einen Snowtrooper haben wir hier mit einem langen Blaster und mit einem Aufsatz drauf. Und die anderen zwei, die sind, haben einen normalen Blaster mit dabei. Die haben leider auch keinen, wenn man die Rückseite sich mal betrachtet, die haben leider auch keinen Backpack hinten dran, so wie man dran setzt. Weder das noch haben sie so ein, diese Schürze halt drumherum. Es ist schade, dass man die nicht reingebracht hat. Verstehe ich jetzt nicht wirklich ganz, warum nicht. Die sahen eigentlich entweder mit dem oder mit dem Rucksack sahen die eigentlich ziemlich gut aus. Zumindest anders als bei den alten Snowtroopern war ja der Helm mit dem Kopf verbunden, der Rucksack mit dem Helm verbunden. Bei denen ist es jetzt eben nicht der Fall. Die kann man auch gut absetzen. Und genau. Wieder ganz einfach draufsetzen. Wie man eben oben auch im Video sieht, gibt es verschiedene heutige Stormtrooper, aber auch weibliches Snowtrooper, nicht Stormtrooper, Snowtrooper. Und ja, da haben wir einmal einen schwarzen, dann eine Latina, eine normale weiße und ein normaler weißer. Genau. Also eine farbige Rasse, eine farbige Mischung an einer Einheit oder an einem Squad, wie man auch sagen könnte. Ja, hoffentlich verstehen sie sich auch gut. Genau. Jetzt verschiebe ich schon wieder die Verpackung. Ne? Mir persönlich gefällt vor allem der Scout Trooper, weil er einfach so einen coolen Helm hat, muss ich sagen. Also einen Scout Trooper habe ich halt nicht wirklich so oft. Und beziehungsweise was für nicht so oft. Ich meine, ich habe den überhaupt gar nicht. Das ist jetzt der allererste Scout Trooper, den ich überhaupt jetzt mal habe. Aber ich fand den immer wirklich gut aussehend, aber ich finde noch besser jetzt an dem Scout Trooper hier, dass da schon ein schwarzer Visor eingemalt oder eingedruckt ist. Man hier halt keinen schwarzen Kopf mehr draufsetzen muss. Weil dann kann man eben, wenn man zum Beispiel Videos dreht, also Stop-Motion-Filme dreht, kann man hier auch schön den Helm absetzen lassen und dann hat man halt hier ein Gesicht drauf. Da muss man halt dann nicht irgendwie rumtricksen oder weiß nicht genau, wie man das dann so macht. Aber auf jeden Fall hat man halt keinen schwarzen Kopf hier oben drauf. Deswegen ist es gut, dass mittlerweile die Köpfe, genauso wie bei den Snowtroopern, bei den Helmen, weil bei den alten Snowtroopern war es genauso, da musste man einen schwarzen Kopf draufsetzen und dann den Helm. Ja, also tausendmal besser ist es so, weil wenn man möchte ja ein freundliches Gesicht unter einem Helm sehen, unter den finsteren Helmen, die sie tragen sehen. Die Snowtrooper erinnern mich auch ein bisschen an so Henker. Deswegen finde ich die Snowtrooper optisch ziemlich besser als die Stormtrooper. Schade, dass die Snowtrooper keine allgemeine oder generisches Aussehen haben, sondern deren Rüstung eigentlich ja nur für solche sehr kalten Gebiete gilt. Und ja, das beste Beispiel ist ja die Schlacht um Hoth. Hoth? Hoth? Was man auch immer, wie man auch immer das ausspricht. Auf jeden Fall Schneelandschaft in den Filmen oder in dem Battlefront 2. Finde ich die da optisch wiederum nicht so ansprechend. Als Lego-Figur allerdings eher schon mehr. Definitiv. Definitiv mehr als die Stormtrooper. Genau. Eigentlich war es prinzipiell auch schon. Das, sagt man Pandorn? Das Gegenstück, sagen wir mal. Das Gegenstück zu diesem kleinen Battle Pack-Set wäre dann das. Aha, gut, dass ich es noch gerade habe. Wäre dann dieses Rebellen-Blitzpack 40557.
Das werde ich dann noch separat mal aufbauen, beziehungsweise den Vlog da noch vorstellen. Ganz kurz, so wie das Klon, der gut ist Klon. Klon-Kommandostation 40558 war jetzt nicht kurz. Aber in dem Rahmen, sagt man mal, so wird es sein. Aber ja, auf jeden Fall haben wir hier dann, was mir persönlich gefallen hat und weswegen ich mir das halt geholt habe, ist eben, sie sind diese zwei auch Geschütze, sag mal, eine Mini-Guns auf Beinen. Und wegen denen habe ich mir und eben dieses Blitzpack dann besorgt, zweimal natürlich. Und genau, das werde ich dann mal bei dem nächsten Vlog mir anschauen und euch dann mal zeigen, auch wenn ihr es wahrscheinlich schon kennt. So, den Speeder, ich finde den alten Speeder aus der 8084, wenn es das ist. Also das alte Snow Trooper Battle Pack. Ich finde die Konstruktion da, also das optische dort, fand ich, das sah ein bisschen cleaner aus. Das hat einen schönen langen, eine schöne zwei lange Streben, Stangen, was auch immer. Und dann eine schöne Abrundung gehabt. Und das hat auch so einen ganzen Mold gehabt für den Sitz. Und mir hat es halt besser gefallen, weil es halt irgendwie ein bisschen mehr Realismus hatte. Was, wie es für mich aussieht, ist eher mehr so eine reine Brick-Build-Speeder-Version, als eben die alte, wo halt ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr realistischer, sag ich mal, aussieht. Geschmackssache ist natürlich, der einen, den einen gefällt das, den anderen das. Mir gefällt der alte, den anderen gefällt der neue, dieser hier. Jedem, wie es mag. Ich finde den trotzdem schön, ich finde den trotzdem sehr gut. Auch sehr interessant zusammenzubauen. Solide Konstruktion, hält gut, hält stabil. So einen ähnlichen haben wir ja bei dem AT-AT, bei dem 75288. So einen ähnlichen. Oder wenn nicht sogar im gleichen? Weiß ich jetzt nicht. Genau. Solide. Was soll man sagen? Und das war es ja auch schon mit dem Ganzen. Deswegen ist es auch nur ein kleines Set, kleines Review jetzt diesmal. Nächste Woche allerdings wird es hier diesen Republic Fighter Tank geben. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Vor allem wegen dem, wegen dem Captain, nee, Commander ist es. Das ist ja, ja, das ist ja ein Commander von der 187 Legion. Und ja, oder 100, korrekt sagt man 187. Legion, nicht 187. Legion. Genau. Bin ja auf jeden Fall sehr gespannt, wie es dann wie der Tank aussehen wird. Da war ja Anfang ziemlich ziemlich auseinandergenommen von den Kommentaren her. Aber natürlich berechtigt, weil damals sah er ja aus wie ein 4-Plus-Set. Dann, als es ein paar Wochen oder eine Woche später das nächste Bild geleakt worden ist, da sah er schon wesentlich interessanter aus. Und irgendwann kam dann halt mal so ein Leak, wo das Ganze mal in einem Regal stand und einfach so im freien Handel auf irgendwo in Mexiko. Und genau, dann waren viele gehypt, vor allem weil der Mace Windu auch einen Armprint hat. Und dieser Armprint sieht, scheint mal sehr schön auszusehen, vor allem mit dem republikanischen Logo, also die Armschienen drauf. Also das verspricht schon einiges, denke ich mal. Und da bin ich vor allem gespannt, vor allem wegen dem Airborne Trooper. Mega fallen die voll vom Aussehen. Und lila, violett ist halt meine Lieblingsfarbe, deswegen wunderbar. Gar nichts schief ging, denke ich mal. Ja, das erwartet dann nächste Woche. Und genau, in diesem Sinne sage ich dann, schaut auch gerne auf die anderen Videos rein. Letztes Mal habe ich den Republic Gunship vorgestellt, die 7. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall die 2013er Version. Genauso wie den Y-Wing. Oder was habe ich denn noch? Den Imperial Marauder oben habe ich auch einmal noch gereviewt. Einmal. Zweimal, einmal. Und ja, den TIE Fighter ebenso. Schaut gerne da rein, wenn ihr Zeit dazu habt. Und ja, euch eine Art der Videos, wie ich sie mache, gefällt. Wahrscheinlich gleich wie der andere. Egal. Genau. Würde mich freuen, wenn ihr das Video liked. Gerne auch natürlich dann, wenn ihr schon dabei seid, dann den Kanal auch abonniert.
Schaut auch gerne dann auch auf meinen Instagram-Kanal vorbei, wenn ihr wollt, brickunity.de, falls euch Lego-Fotografie interessiert. Lasst gerne dann Follower da, wenn ihr schon dabei seid, auch dort. Und ja, in diesem Sinne würde ich dann sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten gescheiten, oder halt nicht gescheiten, beim nächsten großen, in Anführungszeichen, Review zu diesem Republic Fighter Tank. Ja, lasst es euch gut gehen. Habt Spaß beim Bauen. Gebt nicht zu viel Geld dafür aus. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, was macht denn ihr hier? Ab, neues Video gucken. Schalt geht in meinen Kanal rein und dann das nächste Video anklicken. Oder am besten einfach mal gleich jetzt automatisch das nächste Video abspielen lassen. Das ist noch besser, gell? Okay?